Hi Gude, hier bist du richtig, hier kannst du bleiben. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute ein Video aus der Werkstatt, wie ihr seht. Heute geht es darum, was man mit auf die Rennstrecke nehmen sollte, beziehungsweise einfach ein paar Tipps, die ich euch mitgeben möchte, weil ich so oft gefragt werde, was ich mit auf die Rennstrecke mitnehme und was vielleicht unnütz ist und was im Endeffekt auch, ja, gut gebraucht werden kann. Wir fangen erstmal damit an, dass ihr auf jeden Fall die Buchungsbestätigung, eure Papiere fürs Motorrad dabei haben solltet und andere Papiere, die der Veranstalter eventuell noch von euch sehen möchte. Denkt auch an euren Perso etc., dass ihr euch ausweisen könnt, Krankenkassenkärtchen, wenn ihr nicht privat versichert seid. Was auch noch ganz sinnvoll ist, das Werkstatthandbuch, die Bedienungsanleitung vom Motorrad und auf jeden Fall, wenn ihr noch mit dem Schlüssel vom Motorrad fahrt, entweder steckt ihr den sofort ins Motorrad, was ich sowieso empfehlen würde, oder ihr habt den irgendwo nochmal in irgendeiner Tasche, die ihr auf jeden Fall mitnimmt. Ich packe zum Beispiel immer nochmal einen Ersatzschlüssel in die Helmtasche mit rein, weil da weiß ich, der Helm, die Helmtasche ist immer dabei. Also habe ich immer zwei Schlüssel dabei. Falls mal einer verloren geht, abbricht oder was auch immer. Dann solltet ihr euch weiterhin Gedanken darum machen, wo und wie schlaft ihr? Wenn ihr jetzt in einer Box schlaft, die ihr gebucht habt, oder in eurem Transporter, in einem Zelt etc., nehmt das dementsprechende Equipment dafür mit, dass ihr zum Beispiel eine Matratze oder eine Luftmatratze, ein Lattenrost etc. habt oder ein Feldbett, wird auch oft gesehen. Was ich euch auf jeden Fall ans Herz legen kann, ist, wenn es nachts dann auch etwas kälter ist, nehmt euch einen Heizlüfter mit. Kann auch super sein für Regentage, wenn ihr, was weiß ich, eure Schuhe oder irgendwas trocknen wollt, oder ihr zum Beispiel mal nach dem Turn kalte Füße habt, kalte Hände, was auch immer, nehmt euch einen Heizlüfter mit. Ihr werdet mir auf jeden Fall dankbar sein in diesem Moment. Super hilfreich. Lasst es mich auch gerne mal unten in den Kommentaren wissen, ob ihr Lust darauf habt, dass ich ein Video mache, wie das Motorrad in einem einwandfreien, technischen, vielleicht auch optischen Zustand sein sollte für die Rennstrecke, dass ihr gefahrenlos für euch und vor allem auch für andere fahren könnt und so, dass der Veranstalter an der technischen Abnahme nichts zu meckern hat. Wie gesagt, schreibt unten rein, lasst es mich wissen, würde mich mega freuen. Super wichtig, finde ich, zum Verladen ist hier so eine Motorradwippe. Wie ihr seht, das Vorderrad steht hier schon mal super sicher drin. Dementsprechend könnt ihr auch so euer Motorrad sehr leicht verladen, sehr leicht verzurren. Ihr müsst beim Verzurren nichts festhalten am Motorrad. Es steht einfach schon mal. Dementsprechend habt ihr auch einfach beim Transport mehr Sicherheit vom Motorrad bzw. ja, Ladungssicherung. Gurte kann ich euch empfehlen. Entweder hier so Ratschegurte. Hier, das sind jetzt welche von Arbus. Die halten sehr viel aus. Ich glaube sogar insgesamt eine Tonne Zugkraft. Oder hier so welche ganz normale Spanngurte, die halten auch jede Menge aus, benutze ich mittlerweile nur noch, weil es einfach schneller geht, weil es angenehmer ist und weil sie genauso gut halten. Angekommen auf der Rennstrecke wollt ihr natürlich auch euer Motorrad aufbocken. Ich habe mir zwei Montageständer genommen, einmal für vorne, das ist ein Lenkkopf-Montageständer, ist meiner Meinung nach einfach der beste Montageständer, den man ja um zum Schrauben, zum Aufbocken benutzen kann. Hinten dann noch natürlich nochmal ein ganz normaler Montageständer hier mit so Y-Aufnahmen für die Bobbins hinten. Auch super. Den kann man auf und zu biegen, also dementsprechend auf die Breite vom Motorrad anpassen. Ich kann euch das alles gerne mal verlinken. Insgesamt hat hier das Paket 100 bis 120 Euro gekostet. Ist also absolut akzeptabel der Preis und dafür, dass es schon seit ungefähr 5 Jahren hält, habe ich doch absolut nichts zu meckern. Natürlich wollt ihr euer Motorrad auch tanken. Ich habe hier diese Schnelltankkanister, die hören auch automatisch auf, sobald der Sprit oben ja, an dem Zapfhahn, sage ich jetzt mal, angelangt ist. Also wie an der Tankstelle. Hört einfach auf. Super einfach zu tanken. Passt mit dem Aufsatz leider nicht überall. Es gibt aber nochmal andere Aufsätze, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Die sind ab und zu mal ein bisschen undicht. Da ist mit Vorsicht zu genießen, funktioniert aber auch sehr gut.
Wo wir bei Kanistern sind, nehmt euch immer noch mal das Öl mit, was ihr fahrt. Ob es jetzt auch nur ein Liter ist, reicht vollkommen aus. Es kann sein, zum Beispiel eine R6 oder überhaupt ein Vierzylinder, die verbrauchen auf der Rennstrecke doch ganz gerne mal ein bisschen Öl, vor allem wenn es auch schon ein bisschen älter ist, das Motorrad. Denkt immer dran, nehmt Öl mit. Ganz wichtig, wenn ihr auf die Rennstrecke fahrt, nehmt euch immer, wenn ihr habt natürlich, nochmal einen Satz Regenreifen mit. Es kann immer mal regnen, es kann immer mal passieren, dass es nass wird und am allerbesten finde ich, normalerweise kommt der Reifen hier drauf, ist, wenn ihr nochmal einen extra Felgensatz mit Bremsscheiben für vorn und hinten habt. Ist einfach super angenehm, ihr müsst nicht permanent zum Reifenservice hin und her laufen, Felgen ausbauen, Räder nach vorne bringen, umziehen lassen, ihr bezahlt wieder unnötig viel Geld. Klar, so ein Satz, Felgensatz kostet nochmal extra Geld, aber irgendwann ist es auf jeden Fall rentabel, weil ihr müsst nicht 3-4 Mal vorne zum Reifendienst laufen. Ihr könnt einfach umstecken und ihr könnt weiterfahren. Nicht so wie viele andere, die dann nochmal den Weg auf sich nehmen müssen, teilweise eine Stunde Wartezeit an der Rennstrecke beim Reifendienst haben, weil natürlich Gott in die Welt dahin möchte. Holt euch einen extra Satz. Felgen kostet je nach Motorrad 500 bis 600 Euro mit Bremsscheiben. Natürlich braucht ihr dann auch noch normale Reifen, also trockene Reifen, Slicks, Rennreifen, was auch immer ihr fahrt. Denkt immer daran, nehmt euch vielleicht einfach nochmal einen Satz mit von dem, was ihr fahrt. Es kann immer mal passieren, dass ihr einen Reifen kaputt fahrt, das, was auf der Strecke liegt, was die Marshalls nicht gesehen haben. Es sind alles nur Menschen. Denkt dran, nehmt Reifen mit. Kommen wir weiter zu der Beladung bzw. auch zu der Verstauung von etwas kleineren Teilen, von Elektronik etc. Ich habe mir hierfür so Eurokisten genommen. Das sind Eurokisten, die gibt es beim Obi. Ja, die gibt es beim Obi, die gibt's. Ach, die gibt's überall, die gibt's im Internet. Googelt einfach mal nach Eurokisten. Ich kann euch auch noch mal was verlinken unten. Sind super stabil, die passen ineinander, wie ihr seht. Die kann man einfach stapeln, da gibt's noch mal Deckel für. Hier passt jetzt leider aktuell keiner drauf. Aber da habe ich sowas wie Licht drin, Kabeltrommel, nochmal ein Verlängerungskabel. Ich habe hier auch nochmal einen Knieschläufer. Nochmal meine Gurte, so ein paar mit drin. Die habe ich überall verteilt, dass einfach überall was da ist. Und vor allem ganz wichtig, nehmt euch so viel wie ihr habt Elektro-Mehrfachstecker mit. Ihr braucht sie überall. Ihr braucht es für die Kaffeemaschine, ihr braucht es für die Reifenwärmer. Wenn ihr zu zweit seid, braucht schon mal jeder eine Dreifachsteckdose nur für seine Reifenwärmer. Das sind schon mal zwei. Dann habt ihr noch die Kaffeemaschine, Kühlbox, Kühlschrank etc. Habt ihr auch noch mal einen. Nehmt euch einfach 4, 5, 6 Stück mit. Gerne noch mal hier so einen großen. Ist super, super hilfreich. Was auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig ist, ihr braucht hier so einen Campingstecker. Gibt es für, ich glaube, 20, 25 Euro überall zu kaufen. Es sind diese 3-Pin-Stecker, diese, ich weiß jetzt nicht genau, wie sie heißen. Ich kenne als Campingstecker. Gibt es bei Amazon, gibt es im Campingzubehör etc. Und hier oben könnt ihr die ganz normale 2-Pin-Stecker reinstecken. Sehr, sehr wichtig für die Verteiler auf der Rennstrecke. Mein kleiner Geheimtipp. Geheimtipp hört sich auch so ein bisschen doof an, aber nehmt euch ein Überbrückungskabel mit. Spätestens, wenn ihr es braucht, seid ihr sehr, sehr dankbar, dass ihr diese Dinger dabei habt. Weil, mal angenommen, ihr reist jetzt mit einem normalen PKW an, ein etwas neuerer vielleicht, und der hat dieses Homecoming, was auch immer, schieß mich tot, alle Lichter am Auto gehen an und ja, ihr habt voll die Disco da, jedes Mal, wenn ihr das Auto auf und zu macht. Und nach 2, 3 Tagen, wenn ihr da seid und ihr habt das Auto nicht angemacht zwischendurch, zum Batterieladen, ne? Also ihr seid nicht gefahren, dann sagt das Auto am dritten Tage, ja, und dann bin ich von euch gegangen. Und dann steht ihr da. Also nehmt ein Überbrückungskabel mit. Kann sehr, sehr hilfreich sein. Haben wir auch schon 1, 2 Mal benutzen müssen, leider. Weiter geht's dann auch schon mit meiner Box für ja, die Ausstattung. Zum Beispiel Stoffregal. Da packe ich hier unten immer meinen Helm rein. Hier meine Handschuhe, meinen Brustprotektor, wenn ich vom Fahren zurückkomme. Hier oben
liegt meine Kappe, meine GoPro eventuell auch noch drin. Dann haben wir hier auch nochmal einen Besteckrucksack. Kennen viele, ich glaube, den gab es irgendwann mal in der Aral. Ja, Teller, Besteck etc. Einfach, um essen zu können. Dann habe ich hier noch drin meine Reifenwärmer, ganz wichtig. Vorne und hinten natürlich. Und lauter Kleinigkeiten, und hier nochmal ein paar Ersatzhandschuhe. Da packe ich auch noch meine Stiefel rein. Die stehen jetzt daheim, schön im Warmen. Ja, und lauter so Sachen. Ich habe hier noch ein Regenkombi, Handtücher etc. Einfach so Sachen, die man halt zum Fahren braucht. Weiter geht's dann mit diesen lustigen Kisten. Die passen auch auf die Euro-Kisten. Das ist das Geile. Ich weiß nicht, mein Bruder hat die irgendwo mitgebracht. Keine Ahnung, ich habe hier einfach so ein paar Kleinigkeiten nochmal drin. Andere Übersetzungen, Sturzteile, Ersatzteile, Bremsbeläge. Das ist nochmal die Kiste von meinem Bruder. Kann man auch super stapeln. Alles, was ihr stapeln könnt, was praktisch, quadratisch praktisch ist, ist auch gut in dem Fall. Weil die Sachen passen, zum Beispiel in einem Transporter, genau zwischen die Motorräder. Ohne, dass die an die Motorräder anecken, ohne, dass es verkratzt. Saugut. In meinem Bus zum Beispiel, ich habe einen Renault Trafic, passen, glaube ich, 4 Stück von den großen und eine von den halben, die Elektrokiste drüber. Dann, egal ob ihr Pavillon oder eine Box habt, ich würde mir immer so ein Regal mitnehmen. Da passen noch 2 Stück oben drauf. Da könnt ihr alles Mögliche reintun. Auch wenn ihr jetzt zum Beispiel dieses Stoffregal nicht habt, könnt ihr Helm, Handschuhe, Kaffeemaschine, alles könnt ihr reintun. Einfach richtig gut. Nimmt nicht viel Platz weg, nimmt aber verdammt viel, beziehungsweise gibt verdammt viel Platz. Weiter geht's dann auch schon mit der Einrichtung, wo wir beim Regal aufgehört haben, für die Box, fürs Pavillon. Macht euch immer vorher Gedanken. Wenn ihr jetzt eine Box gemietet habt, braucht ihr natürlich etwas weniger Equipment mitzunehmen, als wenn ihr jetzt ein Pavillon zum Unterstellen habt. Ich zum Beispiel habe sehr oft 2 Pavillons mit. Da braucht ihr dann natürlich Lampen, dass ihr abends Licht habt. Da braucht ihr dann auch nochmal ein bisschen mehr Strom. Da braucht ihr natürlich auch, ob ihr jetzt in der Box oder in einem Pavillon seid, braucht ihr euren Tisch. Ihr braucht Stühle, ihr wollt euch hinsetzen, ihr wollt gemütlich was essen. Und dementsprechend, wo wir beim Essen sind, irgendwie wollt ihr euer Essen zubereiten, wenn der Veranstalter jetzt nicht unbedingt ein Catering anbietet. Also denkt dran, nehmt euch einen Grill mit, nehmt euch Holzkohle mit, nehmt euch Kohleanzünder mit, denkt an ein Feuerzeug. Wird sehr, sehr oft vergessen. Falls ihr keinen Bock habt zu grillen, Kochplatte etc. Ihr wisst, wie man Essen zubereitet. Und weil ihr das Essen ja auch irgendwie gekühlt haben wollt, nehmt euch eine Kühlbox mit. Oder wenn ihr Platz habt und ihr habt irgendwie die Möglichkeit, nehmt euch einen Kühlschrank mit. Absoluter Luxus auf der Rennstrecke, absolut geil. Jedes Mal, wenn wir den nicht dabei haben, weil wir halt keinen Platz mehr haben und eine Kühlbox noch haben, vermisse ich diesen Kühlschrank, weil es einfach irgendwie auch abends Spaß macht, sein kühles Bier oder seinen Weizen da rauszuholen und sich dann gemütlich daneben zu setzen und das Bierchen zu trinken. Ist einfach nochmal so ein ganz anderes Feeling mit einem Kühlschrank. Ihr werdet es mir nicht glauben, aber es ist einfach geil. Weiter geht's dann auch schon mit dem Werkzeug. Werkzeug ist auf der Rennstrecke super wichtig. Ihr braucht jetzt nicht unbedingt hier so einen riesen Trimmer. Ich habe mir mal irgendwann zugelegt, weil es wurde halt immer mehr, auch gerade mit der Renngeschichte. Es reicht auch, wenn ihr einen Ratschekasten habt, wenn ihr irgendwie nochmal ein paar Zangen mit habt, wenn ihr einen Inbus und einen Torx-Satz habt, seid ihr schon mal ganz gut mit aufgestellt. Denkt aber immer daran, ihr habt jetzt nicht unbedingt das gleiche Motorrad wie ich. Ihr braucht dann einfach nochmal speziell für euer Motorrad Werkzeug. Es ist immer ein bisschen unterschiedlich. Die Japaner sind meistens doch sehr gleich. Die brauchen gar nicht so viel Spezialwerkzeug. Aber wenn ihr jetzt irgendwie ein italienisches Motorrad habt, denkt einfach daran, dass ihr nochmal eine extra große Nuss braucht, eventuell bei einer Ducati, bei einer Einarmschwinge etc. Wir fangen jetzt einfach mal an. Ich habe hier oben einen ganz normalen Steckschlüsselsatz drin. Da ist eine große Ratsche drin, da ist eine kleine Ratsche drin, da sind sämtliche Nüsse drin. Und wir haben hier nochmal einen Satz Ring-Maul mit Ratsche-Funktion. Ganz wichtig, dieser Inbus mit verschiedenen Größen. Das sind, glaube ich, hier steht es 19, 24, 22 und 17 mm. Braucht ihr vorne für die Achse, zum Beispiel jetzt bei der R6 oder bei einer Kawasaki. Hier haben wir dann nochmal, wie eben schon erwähnt, Satz Inbus und Satz Torx Schlüssel. Finde ich auch super wichtig, eine Schieblehre. Falls ihr mal irgendwie
einen Stummel wechseln müsst oder sowas. Ihr müsst die Gabel ausbauen, ihr müsst alles wieder, ja, ordnungsgemäß und vor allem auch so einstellen und anpassen, dass ihr geradeaus fahrt, dass ihr in der Spur seid. Da ist so eine Schieblehre, die bis auf einen Millimeter euch genau sagen kann, was Sache ist, sehr, sehr wichtig. Weiter geht es dann auch schon mit Zangen. In meinen Augen eine sehr, sehr wichtige Zange. Da könnt ihr einfach Rödeldraht mit rödeln und dementsprechend auch Ölablassschraube, Einfüllstutzen, Ölfilter, solche Sachen einfach mit sichern. Ihr wisst wahrscheinlich alle, was ich meine. Ja, wie gesagt, noch ein paar Beißzangen und Knipszangen und Spitzzangen. Hier Luftdruckprüfer. Ich weiß, der kostet nicht viel, aber er hat bis jetzt immer mit allen möglichen, sehr, sehr teuren, vor allem Luftprüfern übereingestimmt. Kostet, glaube ich, 8 Euro. Verlinke ich euch auch gerne mal unten. Ich habe mir hier nochmal einen Wärmeluftprüfer gekauft. Den Temperaturprüfer. Den könnt ihr benutzen, um Reifentemperatur, Asphalttemperatur, Außentemperatur etc. zu messen. Dementsprechend habe ich mir auch nochmal ein Notizbuch mitgenommen, wo ich mir alles aufschreibe, auf welcher Rennstrecke, welche Temperatur, welcher Reifenluftdruck. Und ja, eventuell auch das Fahrwerk, was ihr da alles so anpasst und einstellt. Weiter geht es dann auch schon mit Handschuhen zum Beispiel, wenn ihr jetzt Räder wechselt, ausbaut, ihr wollt euch nicht immer die Hände dreckig machen, weil ihr danach wieder in eure sauberen Motorradhandschuhe schlüpfen wollt und dann nicht beim Fahren dieses ekelhafte Gefühl von dreckig zu sein mitnehmen wollt aufs Motorrad. Rödeldraht, passend zur Rödelzange, super wichtig. Panzertape, alles was wackelt, aber es soll nicht wackeln. Ne? Männer wissen da Bescheid. Kabelbinder, nehmt euch hier vom Obi zum Beispiel diese Kabelbinderbox. Kostet viel, viel weniger, als wenn ihr jetzt die ganzen Kabelbinder, die hier drin sind, einzeln kauft. Ja, dann einfach nur so ein paar Ersatzteile oder nochmal Bremsbeläge, was überall so ein bisschen rumfliegt. Es ist immer wichtig oder empfehlenswert, mal einen Hammer mitzunehmen, ob es jetzt hier materialschonender Hammer ist oder falls es mal irgendwas Groberes ist, es muss halt unbedingt am Motorrad sein, um Gottes Willen. Einfach auch nochmal ein paar Bürsten. Ganz wichtig, Zahnbürste. Wenn ihr Bremsbeläge wechselt, geht mit der Zahnbürste nochmal durch und macht überall den Staub im Bremssattel weg. Kann sehr, sehr wichtig und überlebenswichtig vor allem sein. Wo wir hier bei den Bohrern sind, ich nehme mir immer mal einen Akkuschrauber mit, kann super wichtig sein. Gerade bei einem Sturz oder sowas, falls ihr eine Schraube nicht mehr aufbekommt, weil sie kaputt ist, könnt ihr sie aufbohren. Ansonsten sind wir auch schon bei der letzten Schublade. Hier haben wir einfach drin sowas wie Bremsenreiniger, hier Kettenspray, einfach nochmal ein Universalfett für Achse vorne, hinten, falls ihr sie wieder ein- und ausbaut, dass die einfach auch schön und sauber läuft. Handwaschpaste nehme ich auch immer ganz gerne mit, weil man will sich auch mal zwischendurch irgendwie ja, die Hände waschen. Und gerade wenn ihr geschraubt habt und ihr habt jetzt keine Handschuhe dabei, kann sowas sehr, sehr gut sein. Ich habe hier nochmal eine Flasche mit Kühlflüssigkeit mit. Ist im Grunde zu 98% destilliertes Wasser und einfach nur nochmal so ein bisschen für die Farbe, sagt man ja immer, nochmal Kühlflüssigkeit mit reingepackt. Einfach auch, dass das innen drin die ganzen Dichtungen, die Schläuche etc., dass es alles geschmeidig gehalten wird und ein bisschen geschmiert wird. Wenn es ausläuft auf die Strecke, klar, ist ein bisschen blöd, aber dafür hat man einen geschlossenen Bug am Rennmotorrad. Zu guter Letzt schon fast eine Uhr, damit ihr immer wisst, wann der Turn anfängt und nicht irgendwie nochmal euer Handy suchen müsst und total panisch da rumrennt. Oh, ich weiß jetzt nicht, wie viel haben wir denn? Nehmt euch eine Uhr mit, die groß genug ist. Habe ich mir bei Amazon geholt, verlinke ich euch auch gerne nochmal unten. War günstig, die hält auch schon seit Jahren. Im Grunde war es das auch schon wieder. Viel mehr braucht man auf der Rennstrecke eigentlich nicht. Natürlich, klar, stellt euch immer auf eure eigenen Bedürfnisse ein bisschen ein. Überlegt vorher, was brauche ich? Macht euch eine Liste. Super, super, super wichtig, weil die könnt ihr nacheinander abarbeiten. Dann vergesst ihr in der Regel nichts. Nur so ein kleiner Tipp am Rande von mir. Ich habe mir nämlich auch von Anfang an eine Liste gemacht und immer wenn ich die Liste
vernachlässige, dann vergesse ich was. Ja. Ansonsten wünsche ich euch verdammt viel Spaß auf der Rennstrecke. Vielleicht geht es ja auch für den einen oder anderen jetzt noch nach Spanien. Vielleicht sehen wir uns auch in Spanien. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut, euer Lukas61. Tschüss.